So. Stimmt, hier in dem Terminal haben wir noch gar nicht nachgeguckt. Haval, HNS, Rätselraten über angaranische Reinkarnationen. Wissenschaftlern aus der Milchstraße gelingt es derzeit nicht, ein Phänomen bei den Angara Haval zu erklären. Diese können sich nämlich an Ereignisse aus dem Labor, Leben toter Vorfahren erinnern. Die Angara glauben an familieninterne Reinkarnationen. Die aktuelle Theorie lautet, dass Erinnerungen irgendwie über Generationen weitergegeben werden. Ungefähr so wie genetische Merkmale bei den Spezies auf der Erde. Es ist sehr interessant, dass Erinnerungen irgendwie in das Genmaterial über geschrieben werden und dadurch an die Kinder weitergereicht wird, die oder an die Nachfahren. Die Frage ist, wie funktioniert denn das, wenn das Kind geboren wird und man danach was erlebt? Wie wissen dann die Kinder das? Weil wie soll die Gen, wie sollen Gene sowas weiterreichen können? Das ist eine gute, also ist ein kompliziertes Thema. Wer weiß, wie es funktioniert. Okay. Auf zu Liam, auf jeden Fall. Alle Systeme im grünen Bereich. Sehr gut. Ist Pibi jetzt eigentlich wieder hier? Nein. Okay. Ich frage mich dann auch, wo Liam ist. Gil, Sie haben Ihren Termin nicht wahrgenommen. Schon wieder. Oh oh, da kriegt jemand Ärger. Da hinten ist er. Ich hatte einen guten Grund. Nämlich? Wenn er mir wieder einfällt, sage ich es Ihnen. Ich glaube nicht, dass sie Ihnen das abgekauft hat. Definitiv nicht, ja. Hey Liam, ich habe hier was für dich. Oder für Sie. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke, ich gehe sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte sie auf dem Laufenden. Mhm. Okay. Mehr gibt's, glaube ich, nicht zu tun aktuell. Nein, tatsächlich nicht. Speichern wir nochmal über. Und gucken uns mal an, was wir noch machen können. So. Ich kann versuchen, für Sie mit ihm zu reden. Das ist nett, Suvi, aber ich bezweifle, dass es etwas nützt. Gil, ha? Okay. Dann wollen wir mal hier wieder raus und auch hier wieder raus. Und, oh Gott, jetzt gibt es wirklich so viele neue Systeme. Okay, und alle die mit Ausrufungszeichen... Das sind die, wo wir irgendwas machen können, oder? Ja, genau. Wir waren auf Haval und zu Welt wollten wir ja auch noch. Oder das sind zumindest die ganzen neuen, bei denen wir noch nie waren. Aber wir waren doch auch noch eigentlich nicht bei Ericsson. Okay. Gehen wir mal zu Welt. Fliegen wir dahin. Oder beamen, fast schon. Naja, nicht wirklich. Wir fliegen immer noch, aber mit sehr hoher Geschwindigkeit. So. Da sind wir. Anomalie geortet. Da ist was. Schicke Sonde aus. Wie schnell die fliegt. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Na dann, auf. Ganz nah an den Stern ran. Sieht toll aus. Ein Kupfervorkommen. Kann man immer gebrauchen, Kupfer. Pass 55. Nee, Kupfer kann man immer gebrauchen. Im Notfall ist es ein sehr guter Leiter. Beziehungsweise, ich glaube, das ist... die Hauptanwendung in der Zukunft von Kupfer. Pass 55, hier ist die Anomalie. Schicke Sonde aus. Orte die Überreste eines Schiffes. Oh. SOS. Die Geoni 11 oder 011. Eine Crew?
Diese leere angaranische Rettungskapsel scheint fast... Meine Güte, scheint seit fast 10 Jahren über Pass 55 dahin zu treiben. Den Markierungen zufolge müsste sie von einem Forschungsschiff stammen, dessen Daten jetzt von ihnen abgeliefert werden können. Gut. Ich denke mal, aber leer, das heißt, da war nie jemand drin? Merkwürdig. Die Tivios. Gucken wir uns auch an. Ich empfange etwas. Noch etwas. Die Tivios ist größtenteils mit Ozeanen aus Stickstoff bedeckt, die von starken Winden aufgepeitscht werden. Die Stürme machen detaillierte Oberflächenscans schwierig. Aber er sieht echt schön aus. Ah, ein Sturm. Ein Wirbelsturm. Ich habe etwas gefunden. Dieser enorme Hurrikan verteilt eine Art Plankton, das sich an den Stickstoff angepasst hat. Ah, Forschung. Okay, Erfahrung. So. Dann mal auf zur Welt, ha? Wieder ein Planet mit einem Ring. Ich find's toll, dass der Planetenschatten auf die Ringe wirft. Okay, packt zusammen, Leute. Ich bleibe auf meinem schönen, warmen Schiff. So schön. Was allerdings, eigentlich müsste der Ring auch einen Schatten auf den Planeten werfen. Das tut er normalerweise zumindest. Null. Oh, hier gibt's eine ganze Menge. Eine hoffnungsvolle Schuhe. Besiedlung von Vuelt. Pibi, Geheimprojekt. Mit dem Widerstand treffen. Gegenseitige Gefallen. Vuelt durchläuft gerade eine Eiszeit. Einst war die Welt vollgepackt mit Dutzenden von großen urbanen Zentren. Doch heute lebt der Großteil der angaranischen Bevölkerung in zerstreuten Siedlungen. Die Überreste gigantischer antiker Städte sind weiterhin von Eis umschlossen. Ja, bei 14,6 astronomischen Einheiten Entfernung zur Sonne ist das auch irgendwie klar. Minus 40 Grad Celsius. Okay, ich denke mal, wir gehen nach Vuelt. Aber nicht bevor ich mir nicht mal kurz meine Waffen wechsle. Auf die... Moment. Ich habe gerade die Avenger. Mit was vergleicht er das gerade? Ups. Also, die Cyclone macht ein... Die Feuergeschwindigkeit ist wesentlich höher. Die Magazingröße ist ein bisschen höher. Aber die Avenger hat mehr Munition. Moment, warum ist das jetzt gerade wieder passiert? Oder, ja, so rum ist, glaube ich, am sinnvollsten. Weniger Munition und weniger Schaden, das ist keine gute Kombination. Aber das könnte natürlich auch an den beiden Sachen hier liegen. Wenn wir die jetzt... Wie kann ich eigentlich Sachen entfernen? Mods und dann ablegen. So, okay. Ein bisschen merkwürdig. Wenn ich das hier jetzt mit einer Mod ausrüste. Verdammt nochmal. Das ist echt komisch. Manchmal muss man doppelt auf Sachen klicken, manchmal nur einmal. So, dann macht die jetzt wesentlich mehr Schaden. Und zusätzlich noch... Was bringt der Schaft? Mehr Stabilität, aber ich will eigentlich mehr... Munition.
Dann hat sie mehr Schaden, mehr Feuergeschwindigkeit, eine wesentlich größere wesentlich größeres Magazin, aber nicht so viel Gesamtmunition. Niedrigere Präzision und höheres Gewicht, also eigentlich kann ich das nicht machen. Ups. X, V, also bleibt's bei der Avenger. Ich muss eigentlich definitiv eine neue, mir ein neues Sturmgewehr besorgen. Lauf 2, Magazin 2. Gut. Und meine Waffe 1. Wie sieht's eigentlich mit Präzisionsgewehren jetzt aus? Die Viper 3, was können wir denn daran verbessern? Ultraleicht? Kugeldurchschlagsdistanz. Ah, okay. Die hatte vorher schon einen. Moment, wie viel Munition hat die Waffe? 25. Es gibt irgendwie keine Waffe, die besonders viel Munition hat, außer Sturmgewehre. Okay, ich könnte theoretisch 2 Sturmgewehre mitnehmen. Aber irgendwie mag ich es, eine Schrotflinte dabei zu haben. Vor allem, wenn es die Crusader ist. Die halt unglaublich viel Schaden macht. Ja, wir entfernen die aus dem anderen Slots. Wir sollten diese Waffe vielleicht auch mal dann auseinandernehmen. Okay. Hier habe ich ja nichts anderes. Kampffitness 3. Das müssen wir auf jeden Fall mal freischalten als nächstes. Obwohl dann auch das Gewicht natürlich wieder hochgeht. So, achso, die Rüstung, genau. Da wollte ich auch wieder was ändern. Ich wollte auf Pathfinder Helm 3, also auf Pathfinder Sachen hochgehen. Weiß nicht, ob sie wirklich besser sind, aber hey, was soll's, sie sehen ganz gut aus. Die Sachen benutze ich eh nie. Es ist so, weiß gar nicht, warum ich das mache. Nehmen wir mal Disruptor Munition und Moment, Disruptor und Kryo-Munition. So rum. Und ich nehme diesmal nicht Jarl und Peeby mit. Jarl müsste ich eigentlich immer mitnehmen. Nehmen wir mal Vetra mit. Ja, passt so. Der Nomad. Wow. Ach, deswegen heißt es Midas. Das ist Gold, okay. Naja, in einem goldenen Gefährt möchte ich nicht unbedingt rumfahren. Nehmen wir die Einfachheit. Doch. So, okay. Bringen Sie uns runter, Kellow. Habitat 6 getauft. Den ursprünglichen Scans zufolge hatte er eine atembare, stickstoffreiche Atmosphäre und Meere voller Wasser. Jetzt ist alles Eis. Das ist nicht länger der Fall. Jegliches H2O auf Habitat 6, das die Angara als Vault bezeichnen, ist Eis. Und die Meere sind komplett zugefroren. So viel zu meinem Traum von einem Haus am Strand. Sollte man übrigens nicht direkt reinsehen in so ein Feuer. Das ist sehr, sehr hell. Okay. Überall schneit es, so wie es aussieht. Das ist ein ziemlich heftiger Schneesturm. LZ ist auf der Windseite des Berges. Bedingungen schlecht. Ich registriere Orkanböen. Yay. Kello? Oh, wow. Das Ding wackelt ganz schön. Nicht das Schiff kaputt machen. Nicht das Schiff kaputt machen. Okay, gut. Puh. Oder auch nicht. Wow. Wow. Wow.
Gewichtsdistribution von dem Schiff ist vielleicht nicht perfekt für sowas. Sind Sie sicher? Sollen wir vielleicht aussteigen und schieben? Ha. Sehr witzig, Ryder. Jetzt sind wir auch noch böse zu Kello. Hey, er hat's nicht kaputt gemacht, anscheinend. Das muss reichen. Uff. Uff.